Ja, im Namen von Wunderbar Event Gastronomie GmbH und Customized Entertainment Michael Holm begrüße Sie ganz herzlich zur Neusser Lichtblicke Show an diesem Jahr. Herr Kraft, es ist wunderbar, dass Sie die sechste Neusser Lichtblicke Show in diesem Jahr besuchen. Sie sind Schirmherr der Aktion Lichtblicke in 101,5 Jahren. Was hat Sie da am meisten bewegt? Was freut Sie am meisten an der Arbeit? Also die Arbeit ist sehr interessant und viel Freude haben wir eigentlich nicht, weil wir ganz bittere Fälle bearbeiten müssen. Aber ich mache es trotzdem gerne, weil ich weiß, wir helfen Bedürftigen in unserem Land. Wie gefällt Ihnen die Show soweit? Also der erste Künstler hatte eine sehr angenehme Stimme und was jetzt läuft, das ist genau meine Musik, die ich sehr gerne mag. AC/DC. Genau. 76 schon zum ersten Mal live gesehen und immer wieder gerne. Herr Kraft, ganz toll, dass Sie gekommen sind als Schirmherr der Aktion Lichtblicke. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, dass Sie vielleicht auch nochmal vorbeikommen. Wir haben unser 10-jähriges. Dann komme ich gerne auch nochmal wieder. Ganz toll. Vielen Dank und viel Spaß bei der Show. Diese Zettel liegen hier aus. Die besondere Sache bei der Neusser Lichtblicke Show ist, dass wir ganz transparent klar machen, für was gespendet wird. Wir haben im letzten Jahr Fälle identifiziert, die hier ausliegen und die wir letztes Jahr unterstützen konnten. Jeder, der letztes Jahr gespendet hat, kann genau sehen, wo das Geld hingegangen ist. DJ. Ja, wir können es ein bisschen lauter machen, oder? Girl, just clap your hands. Herr Kopinski, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Sie sind ein langjähriger Sponsor unserer Show. Warum unterstützen Sie die Show? Ich unterstütze die Aktion Lichtblicke seit vielen Jahren sehr gerne, weil die Hilfe schnell und unbürokratisch bei den notleidenden Familien ankommt. To the east, to the west coast, I wanna say warum unterstützt die WestLB die Aktion Lichtblicke und speziell die Neusser Lichtblicke Show? Wir freuen uns sehr, dass die WestLB in schwierigen Situationen das trotzdem machen kann, dass sie ihre Mitarbeiter im sozialen Engagement unterstützt, insbesondere diese Show, was wir schon jetzt seit vielen, vielen Jahren sponsern. Ja,
Christian Pieper, Inhaber der Firma Pieper Medien und Veranstaltungstechnik in Neuss. Seit vielen Jahren auch unser Sponsor bei der Neusser Lichtblicke-Show und in diesem Jahr sogar der amtierende Neusser Karnevalsprinz. Christian, als wir dich damals gefragt haben, ob du die Show unterstützt, warst du sofort dabei, hast nicht lange nachgedacht. Weshalb war das so selbstverständlich für dich? Es war selbstverständlich, gerade in einer Zeit zu helfen, wo es wirklich relativ dunkel ist und vor allen Dingen der Vorteil bei dieser Aktion Lichtblicke, die Spenden bleiben wirklich in NRW, beziehungsweise jetzt bei dieser Neusser Lichtblicke bleiben die auch zu 100% in Neuss und das war für mich unwahrscheinlich wichtig gewesen und ohne drüber nachzudenken, habe ich direkt gesagt, okay, machen wir sofort. Hier ist Marvin Steven! Unterstützt du diese Show? Also ich finde es wichtig, dass man Menschen hilft und bei Lichtblicke bin ich mir sicher, dass das Geld direkt da ankommt, wo es sinnvoll ist, nämlich bei den Betroffenen, hier auch besonders in NRW. Einem Firmeninhaber in Neuss, der dieses Video sieht, sagen, warum soll auch er die Aktion Lichtblicke unterstützen? Ich meine, man wird natürlich oft gefragt oder zu Spenden aufgerufen und das Tolle daran ist halt eben, wie ich schon gesagt habe, dass es von Neussern für Neusser ist und wir rücken dadurch alle wieder ein Stückchen näher zusammen und das ist das Tolle an Neuss. Dankeschön, Björn Klotzki, besser hätte ich es nicht sagen können. Wie gesagt, vielen Dank, Björn Klotzki. Doch in meinem Herzen ist ein Fest, das dich mitfeiern lässt. Bin ich auch dieses Jahr allein.
werde ich Weihnachten zu Hause sein. Ding, 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 in a butter. Yep. The thing, wanna make it work. Forget about the brightness. Come on, everybody. This is love. Schlaft doch hier in himmlischer Ruhe.